Und jetzt aus der Universität des Saarlandes, Orga TV, der Sender im Internetformat. Mittwoch, 18.18 Uhr, herzlich willkommen zu Orga TV. Das Orga TV Team ist heute auf Sommerpause, deswegen sind wir hier. Wir sind die Gruppe 1 der diesjährigen Übung zur Medienpraxis im Fach Medienkommunikationsmanagement am Lehrstuhl von Professor Dr. Scholz. In der Regie sitzen Jenny und Björn, Kamerafrau ist Sandra und mein Name ist Ronald. Wir talken heute mit Helge Friedrich. Helge Friedrich ist Produktmanager New Business in der IMC AG hier in Saarbrücken. Herzlich willkommen. Hallo. Unser Thema ist Web 2.0 heute, aber bevor wir beginnen, gibt es natürlich wieder ganz viel Neues aus dem Campusleben zu berichten und die News hat der Felix zusammengestellt und die seht ihr jetzt. Film ab! Studentin vermisst. Die 21-jährige Studentin Tanja Gräf aus Korling wird seit Donnerstagmorgen vermisst. Die junge Frau hat am Mittwochabend an dem Sommerfest der Fachhochschule Trier-Schneidersdorf teilgenommen. Gegen 3.50 Uhr am Donnerstagmorgen war sie dort von Kommilitonen zum letzten Mal gesehen worden. Tanja Gräf ist ca. 1,70 Meter groß, sehr schlank und hat rotblondes Haar. Sie war zuletzt bekleidet mit einem braunen T-Shirt, einer blauen Jeanshose und weißen Turnschuhen. Außerdem führte sie eine Stofftasche mit weißen Trägern und einem auffallend aufgenähten Hawaii-Muster mit sich. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeidienststelle Trier zu erreichen unter der Nummer 0651 9779 2290 entgegen. Internationale Laserforscher treffen sich im Saarland. Vom 13. bis 15. Juni kommen auf Einladung von Professor Dr. König Laserforscher aus der ganzen Welt an der Universität des Saarlandes und am Fraunhofer Institut für biomedizinische Technik in St. Ingbert zusammen, um sich über aktuellste Entwicklungen und Forschungsergebnisse moderner Lasermikroskopie auszutauschen. Die Konferenz beginnt am 13. Juni um 12.30 Uhr in der Aula, Gebäude A33 auf dem Campus Saarbrücken. Brückenschlag zwischen Forschung und Unterhaltungsindustrie. Die Saarbrücker Informatikforschung lädt am 21. Juni zur Konferenz Enter Science 2007 Entertainment Meets Science ein. Die Konferenz beginnt um 9.15 Uhr im T-Systems Entwicklungszentrum Südwest, Neugrabenweg 4 in Saarbrücken. Auf der Konferenz wird Steve Collins, Gründer der Firma Havoc und Professor für Computergrafik am Trinity College in Dublin, erläutern, wie man die Zusammenarbeit zwischen der Unterhaltungsindustrie und Forschung verbessern und Berührungsängste auf beiden Seiten abbauen kann. Die Vertreter der Unternehmen, Verbände und Forschungsgruppen werden die Gelegenheit haben, sich kennenzulernen und über gemeinsame Projekte zu beraten. Sie werden außerdem neueste Produkte und Forschungsergebnisse auf einer kleinen Messe im Foyer präsentieren. Nächsten Dienstag im Unikino, The Prestige. In diesem Film wird uns Christian Bale als Zauberkünstler Alfred Borden in die Welt der Magie entführen. Herr Friedrich, Sie gelten als absoluter Web 2.0-Experte. Können Sie uns kurz erklären, warum und was Sie denn mit Web 2.0 zu tun haben? Ja, also ich arbeite in der IMC mit Web 2.0 in der Hinsicht, dass wir gerade eben jetzt eine neue Community-Plattform aufbauen, die das Handling mit E-Learning-Materialien berücksichtigt. Und ich habe schon in verschiedenen Forschungsprojekten der EU mitgearbeitet und da ging es also auch um Social Software oder Web 2.0. Und ein bisschen was über die IMC werden wir im Laufe der Sendung noch erfahren, auch über das neue Programm. Aber bevor wir damit anfangen, hat sich die Jenny erstmal nochmal Gedanken gemacht, was denn Web 2.0 überhaupt ist. Und diesen Beitrag von der Jenny, den sehen wir jetzt. Film ab! Die Nachrichten. Was ist los an der Börse? Es geht seit längerem kontinuierlich bergab. Nemax schlittert von über 8.559 Punkten auf 2.000 Punkte. SAP, T-Online oder Infineon haben große Verluste zu verzeichnen. Die Dotcoms schreiben rote Zahlen. Die Internetbranche ist derzeit am Zusammenbrechen. Der Begriff Web 2.0 klingt nach Aufbruchstimmung.
die Online-Welt als Update. Tim O'Reilly und die Firma Media Life International prägten den Begriff in einem Brainstorming. Sie diskutierten die neuen und interessanten Anwendungen des Webs und fassten den Wandel unter dem Schlagwort Web 2.0 zusammen. Somit war auch die erste Web 2.0-Konferenz in San Francisco geboren. Der Begriff hat sich verselbstständigt und wurde zum Synonym für das World Wide Web der zweiten Generation. Und was Web 2.0 genau bedeutet, das zeige ich euch jetzt. Das Schlagwort steht für eine neue Generation von Internetangeboten. Den Nutzern werden Plattformen bereitgestellt, auf denen sie interagieren und kommunizieren können. MySpace ist die populärste der Community-Plattformen. Nutzer haben dort die Möglichkeit, Profilseiten anzulegen, Musik und Texte auf ihre Seiten zu stellen oder die Profile mit anderen Freunden zu verknüpfen. Die Plattform YouTube steht als Synonym für das Posten von Musik. Podcasting ist eine weitere Möglichkeit des Mitmachens. Blogs schreiben und lesen gehört auch zum Web 2.0-Verständnis. Die Eintrittsbarrieren zum Mitmachen sind niedrig. In der Enzyklopädie Wikipedia kann man Artikel anlegen. Jedoch gibt es keine übergeordnete Kontrollinstanz, sondern die Fehler werden von Nutzern korrigiert. Hyperlinks bilden die Grundlage des Web. Wenn Nutzer neue Inhalte und Seiten online stellen, werden sie in die Struktur des Web einbezogen. So wächst das Web auf natürliche Weise. Web 2.0 steht auch für webbasierte Anwendungen, die sich hinsichtlich Interface und Interaktionsmöglichkeiten kaum noch von einem Desktop-Programm unterscheiden. Google Gmail ist ein Beispiel dafür. Die Web 2.0-Ära steht für das Ende des klassischen Softwarezyklus. Eine Web 2.0-Applikation ist kein Produkt, sondern ein Serviceangebot. Google zum Beispiel durchsucht kontinuierlich das Web oder filtert Linkspam aus. Viele Dienste werden noch lange eine Beta-Version sein. Die Echtzeitbeobachtung wird ebenfalls zur Kernkompetenz. Flickr nimmt beispielsweise nicht genutzte Features wieder raus. Web 2.0 bist du. Wir sind Web 2.0! Herr Friedrich, gerade im Beitrag haben wir gesehen, war die Rede von Tim O'Reilly. Tim O'Reilly gilt so ein bisschen als der Gründer und der Gründer von dem Web 2.0, von dem Begriff auch. Ist denn der Begriff jetzt ein Marketing-Schlagwort von ihm erfunden oder ist es eine neue allgemeingültige Einstellung? Ja, ich würde sagen, sowohl als auch. Also natürlich wird jetzt zurzeit dieser Begriff Web 2.0 sehr inflationär gebraucht und vor allen Dingen ist auch gar nicht klar, in welcher Richtung dieser Begriff gebraucht wird. Viele verstehen darunter halt neue Technologien wie Ajax oder Flex und andere sehen darin aber mehr begriffliche Definitionen wie Social Software, also die Zusammenarbeit über mehrere Nutzer zusammen und so, dass ich sagen würde, sowohl als auch. Das heißt, aber eine genaue Definition davon gibt es nicht wirklich? Nein, nicht wirklich. Also wie ich schon gesagt habe, für Programmierer ist es halt mehr wirklich die Technologie, die dahinter steht. Für Anwender ist es halt mehr dieses Kommunikative, das Zusammenarbeiten mit anderen, das einfache Erstellen von Inhalten und das leichte Verteilen von Inhalten. Und es gibt auch einen gewissen Mehrwert, den diese neue Generation jetzt so ein bisschen herausgearbeitet hat. Ja, genau. Also gegenüber Web 1.0 ist natürlich ganz klar die Interaktion gestiegen. Bei Web 1.0 war es halt so, dass Informationen bereitgestellt wurden, von Usern konsumiert werden konnten. Und heute ist es halt so, dass die User die Informationen erstellen und dann andere User diese konsumieren. Und genau über diese Abgrenzung hat sich die Sandra mal ein bisschen Gedanken gemacht. Und zwar hat sie einen Beitrag verfasst über die Abgrenzung Web 2.0, Web 1.0. Und den Mehrwert, den Web 2.0 bringt. Film ab! Wir leben heute im Zeitalter des Web 2.0, welches den Neustart nach dem Zerplatzen der Dotcom-Blase beschreibt. Eigentlich ist das ein missverständlicher Begriff. Anfangs dachte ich, es handelt sich um eine neue Technik,
Doch was sich wirklich geändert hat, ist etwas anderes, das Leben. Es war eine Zeit, in der ich das Internet nicht oft nutzte, denn es war keineswegs benutzerfreundlich oder schnell. Ich schrieb Tagebuch und hörte die neueste Musik aus dem Radio. Es war kaum möglich, viele Dinge auf einmal zu tun. Die Kommunikationsmöglichkeiten waren weitestgehend auf das Telefon beschränkt. Wenn ich mir Musik online bestellt habe, musste ich mich immer auf ein längeres Szenario einstellen, da es kaum Musikplattformen gab, auf denen man Musik bestellen konnte. Außerdem musste ich einige Tage warten. Heute ist eine andere Zeit, die auch eine neue Generation mit sich brachte. Die technosexuelle Generation. Die multitaskingfähige, digital lebende Generation des neuen Jahrtausends. Ich liebe meinen iPod, bin immer online und erreichbar. Ich pflege meine Webpages und Blogs genauso wie meine virtuellen wie realen Kontakte. Ich bin ortsunabhängig, kann fast überall online gehen und kann somit jederzeit meinen Hobbys nachgehen. Bilder ab- und downloaden, mit Hilfe von unzähligen Plattformen. Während ich surfe, Dinge für die Uni erledige, nebenher meinen Weblog update und schaue, was es an News in den unzähligen Communities gibt, kann ich mich mit Freunden über Chats, Instant Messenger wie zum Beispiel ICQ, MSN oder Skype unterhalten. Web 2.0 beinhaltet für mich Multitasking, vom Konsumenten zum Produzenten, Easy Handling, Communities und Schnelligkeit. Nicht zu vergessen sind die Unternehmen. Die mit Web 2.0 aufkommenden Technologien nutzen Unternehmen vor allem zur Erweiterung und Modernisierung der Methoden in der Marktforschung, zur Optimierung der Strategien im Online-Marketing und zur Ergänzung herkömmlicher Vertriebsmaßnahmen. Durch das Web 2.0 sind neue Unternehmen, Erlösquellen sowie Märkte entstanden. Werbe- und PR-Agenturen haben Weblogs als kostengünstige Plattformen entdeckt, um ihre Botschaften unters Volk zu bringen. Bestes Beispiel hierfür ist Calvin Klein, die Vermarktung ihres neuen Parfüms komplett auf das Netz ausgerichtet haben. Unternehmen sollten mit der Zeit gehen und müssen aus diesem Grund Web 2.0 fähig sein. Aber Web 2.0 ist ja nicht alles im Leben. Wir haben gerade gesehen, dass auch Unternehmen das Web 2.0 nutzen, die eigentlich so nicht, also im ursprünglichen Sinne nichts mit Internet zu tun haben. Hat denn für diese Unternehmen Web 2.0 einen neuen Markt geschaffen? Ja, also im Augenblick ist es eigentlich erst so, dass Unternehmen bereit sind, neue Märkte zu erobern und dafür natürlich Investitionen tätigen. Also zum Beispiel auch Google, YouTube oder Flickr sind ja gute Beispiele für Web 2.0 Communities, aber auch finanziell rechnen sich es halt zurzeit nicht, weil keine genügenden Einnahmen dem gegenüberstehen. Viele Unternehmen sind aber halt dabei, jetzt Vorleistungen zu tätigen, Vorinvestitionen zu tätigen und in der Hoffnung halt, dass eine bestehende Community irgendwann mal so viel einbringt, dass es sich auch rechnet. Das heißt, im Moment sind die neuen Märkte noch nicht so gegeben, sondern die Unternehmen glauben halt, dass es in der Zukunft so weit kommen wird. Ja, genau. Also es ist ungefähr so wie bei Web 1.0, bevor der große Internet-Hype begann. Viele Unternehmen waren bereit, halt zu investieren und letztendlich haben auch nach dieser Blase bloß einige überlebt, die ein gutes Konzept hatten. Und es gibt natürlich auch saarländische Unternehmen, die da ins Web 2.0 investieren. Ich spreche da von Ihrem Unternehmen. Inwieweit ist denn die IMC ein Web 2.0 Unternehmen? Ja, also als reines Web 2.0 Unternehmen würde ich uns heute noch nicht bezeichnen. Wir sind natürlich dabei, Web 2.0 Features in unsere Produkte zu integrieren. So haben wir zum Beispiel in unserer Learning Management Plattform Clicks halt Blogs und Wikis integriert.
Und auf der anderen Seite sind wir auch dabei, gerade dabei, ein neues Produkt zu launchen, also unser Slide-Store, was eine Community für E-Learning-Inhalte sein soll. Und das ist natürlich ein sehr gutes Beispiel, denn wir konnten die IMC AG mal besuchen und ich hatte dort die Gelegenheit, mit dem Vorstandsmitglied Frank Milius ein Interview über Web 2.0 zu führen. Und dieses Interview, das schauen wir uns jetzt mal an. Film ab! Die IMC wurde 1996 als Spin-off vom Institut für Wirtschaftsinformatik an der Universität Saarbrücken von Herrn Professor Dr. August Wilhelm Scheer gegründet. Wir sind heute ein Europa führender Anbieter von Bildungstechnologien. Unsere Produkte werden beispielsweise auch universitätsweit hier an der Universität Saarbrücken eingesetzt und unterstützen die klassische Präsenzlehre. Wir integrieren die Werkzeuge von Web 2.0 wie beispielsweise Blogs oder Wikis in unsere Lernplattform Clicks, genauso wie wir unser Vorlesungsaufzeichnungswerkzeug Lecternity um die Möglichkeit erweitert haben, Audiocasts oder Videocasts zu produzieren. Software wird heute nicht mehr klassisch auf einem PC oder innerhalb eines Firmennetzwerkes installiert, sondern der Internetnutzer kann die Software fallbezogen über das Internet benutzen. In dem Zusammenhang sind auch ganz neue Geschäftsmodelle mit Web 2.0 entstanden. So wird heute Software zunehmend als Service angeboten, was bedeutet, dass der Nutzer in Abhängigkeit der Häufigkeit der Nutzung von Software oder der Nutzungsdauer ein Entgelt zu entrichten hat und nicht mehr eine klassische Lizenz. Man spricht ja auch, wenn man von Web 2.0 redet, häufig vom Mitmach-Web. Das heißt, im Gegensatz zu vor 10 Jahren werden Informationen nicht nur einfach konsumiert, sondern die Nutzer nutzen das Internet eben, um Inhalte selbst zu produzieren und einzustellen, beispielsweise ein Video auf YouTube. Gleichzeitig gewinnen die Informationen, die wir heute im Internet finden, zunehmend an Qualität, indem die kollektive Intelligenz des Web genutzt wird. Gutes Beispiel hierfür ist die Online-Enzyklopädie Wikipedia. Wir als IMC werden dann in den kommenden Wochen einen vollständig neuartigen Web 2.0-Dienst unter dem Namen SlideStar auf den Markt bringen. SlideStar wird eine Community sein, in dem Internetnutzer Wissensinhalte einstellen können. Diese Wissensinhalte können die Nutzer dann untereinander tauschen. Man kann nach Wissensinhalten suchen, man kann die Wissensinhalte hinsichtlich Nutzen, Qualität, Verständnis bewerten und dieser Dienst wird dann auch zukünftig beispielsweise die Erstellung von einer Seminar- oder Diplomarbeit wesentlich vereinfachen. Den größten Mehrwert, den Web 2.0 aus meiner Sicht bietet, sind mit Sicherheit die Technologien, die es dem Endbenutzer erlauben, aktiv am Internet zu partizipieren. Das wird letztendlich dazu führen oder hat bereits dazu geführt, dass das Internet heute fester Bestandteil von unserem Leben ist. Der größte negative Punkt, den ich momentan halt sehe, ist die Tatsache, wie frei man letztendlich halt auch Inhalte über das Internet durch Web 2.0 publizieren kann. Stichwort ist hier mit Sicherheit das Thema Kinderpornografie oder auch Rechtsradikalismus und durch Web 2.0 wird das halt schon wesentlich vereinfacht und es ist die Frage, inwiefern man diese Demokratisierung des Netzes letztendlich dann auch nochmal mit Gesetzen in den Griff kriegt, sodass aus der Demokratisierung keine Anarchie wird. Herr Friedrich, der Herr Milius hat gerade von negativen Seiten des Web 2.0 gesprochen. Die gibt es also auch. Ja, also ist natürlich klar, wie jedes neue Medium oder jedes neue Freizeitangebot hat immer noch die Gefahr, dass sich Menschen halt zu sehr damit identifizieren und das halt ausschließlich nutzen und so soziale Kontakte schrumpfen lassen. Und dann kann natürlich auch Suchterscheinungen kommen, kann natürlich auch Web 2.0 bringen. Die Beispiele, die jetzt kamen mit Kinderpornografie und dem Rechtsradikalismus, sind die gegeben oder wird da der Gesetzgeber jetzt einschreiten?
Ja, also da sehe ich eigentlich die Gefahr nicht so stark, weil Web 2.0 eigentlich in einer viel stärkeren öffentlichen Kontrolle unterliegt. Bei Web 1.0 ist es halt so, dass jeder irgendwie eine Webseite erstellen kann, die ins Netz stellen kann und nur ausgewählte Leute dann halt Zugang kriegen. Und währenddessen aber diese Web 2.0-Communities ja darauf aus sind, möglichst viele Mitglieder zu involvieren und dadurch entsteht dann natürlich auch ein Selbstreinigungsprozess. Ein gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel Wikipedia. Es gibt es seit Jahren im Netz und es reinigt sich immer wieder selber von schlechten Beiträgen. Okay, aber ich muss natürlich dann auch aufpassen, wenn ich zum Beispiel kleine Kinder oder die sich damit noch nicht so gut auskennen mit dem Web, dass sie halt nicht auf die falschen Seiten geraten. Da muss man also schon ein bisschen ein Auge drauf halten. Ja, also ich würde das schon auch schon so sehen, dass die Eltern die Kinder dabei führen müssten. Also nicht vielleicht unbedingt alles ausschließen oder verbieten, weil das verbirgt ja, das bringt ja meistens das Gegenteil. Wenn ich jetzt halt ein Kind irgendwas verbiete, dann wird es halt versuchen, gerade erstmal drauf zu gucken, was denn eigentlich da los ist. Deswegen würde ich eigentlich eher empfehlen, dass die Eltern sich das zusammen mit den Kindern anschauen, beziehungsweise das auch irgendwie moderieren und erklären. Aber generell kann man natürlich sagen, dass Web 2.0 trotzdem immer noch was Positives ist. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Es bringt so viel Mehrwert für den Nutzer. Man braucht keine großen technischen Fertigkeiten mehr, um Inhalte ins Netz zu stellen. Man kann relativ einfach mit anderen Usern kommunizieren. Also für mich mal ein eigenes Beispiel zum Beispiel nicht mal bringen. Ich arbeite hier bei der EMC in Saarbrücken, wohne aber noch in Magdeburg. Meine Freundin wohnt auch in Magdeburg. Ja. Und naja, also wir kommunizieren bei Skype und anderen Web 2.0 Features und das macht die Trennung natürlich etwas leichter. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und wo glauben Sie denn ungefähr, wo geht die Zukunft hin, das Web 2.0? Ja, eigentlich ist es schwierig jetzt sozusagen, wo es hingeht. Sind viele Ansätze da, die man jetzt schon sehen kann, wie zum Beispiel Semantic Web, was man, womit man bessere Inhalte findet. Und andere Sachen, aber letztendlich ist es halt ein stetiger Prozess und ich würde sagen, irgendwann wird halt wieder ein Tim O'Reilly oder jemand anderes sagen, jetzt ist Web 3.0 erreicht. Und dieses Web 3.0, das ist natürlich ein großer Aspekt oder beziehungsweise es ist natürlich auch ein Punkt im Thema Web 2.0, die Weiterentwicklung des Web 2.0 und bei uns hat sich natürlich auch der Björn Gedanken darum gemacht, was denn passiert mit dem Web 3.0 und diesen Beitrag von Björn, den sehen wir jetzt. Web 3.0, ein Traum oder eine Wirklichkeit? Das Studentenleben ist hart. Wird man dann am Ende des Studiums noch mit einer Diplomarbeit gequält und muss dabei bis tief in die Nacht daran schreiben oder gleichzeitig noch an so wichtige Dinge wie Shoppen, Party oder Fußball denken? Wäre es wohl jedem Student recht, wenn ihm diese Arbeit erleichtert werden würde. Blick durch die Web 3.0-Brille. Unsere total gestresste Kommilitonin erscheint im Traum ein Web 3.0-Hero, der ihr durch eine magische Brille aufzeigt, inwiefern ihr die Weiterentwicklung des Web 2.0, das Web 3.0, die Arbeit erleichtern wird. Dabei entdeckt sie die meistdiskutierten Zukunftsaussichten des neuen Internets, die sich in Zukunft wohl durchsetzen werden. Aber schaut selbst. Semantic Web. Bisher war es mühevoll, seine Diplomarbeit selber zu schreiben und unter Umständen nahm dies 5 Monate in Anspruch. In unserem Fall könnte die Diplomarbeit durch ein paar Handgriffe voll und ganz vom Computer geschrieben werden. Mit der Neuentwicklung des Semantic Web sollen Informationen zusätzlich zu der für den Menschen lesbaren Form auch formal in einer für die Maschine verarbeitbaren Form repräsentiert werden, damit Programme darauf operieren können. Das heißt, Daten werden selbst Teil des Webs, sodass sie unabhängig von Applikationen, Plattformen oder Domains verarbeitet werden. 3D-Web. Dreidimensionale Internetseiten existieren heute schon teilweise und durch das Online-Spiel Second Life kennt sie inzwischen auch ein Großteil der Internetgemeinde. Internet-Experten prophezeien, dass in naher Zukunft jede Internetseite eine dreidimensionale erfahrbare Welt sein wird. In den virtuellen Räumen sei soziale Interaktion ebenso wie Shopping sichtbar zu erledigen. Auch können Verkäufer künftig in ihren 3D-Showrooms
jeden Neuankömmling sehen und bei Bedarf direkt begrüßen und betreuen, was im 2D-Web unmöglich ist. Media Centric Web. Statt wie bisher für eine Party die Musik mühsam anhand mehrerer CDs zusammenzustellen, bietet das Web 3.0 in Form des Media Centric Webs Online-Dienste, bei denen man Medien mittels anderer Medien anstatt nur durch Schlüsselwörter suchen kann. Eine solche Webpage existierte bereits. Dabei handelt es sich um www.pandora.com. Perversive Web. Perversive Web bedeutet durchdringendes Web. Damit ist die Entwicklung des Internets hin zur Allgegenwärtigkeit gemeint. Das Internet wird in der Zukunft unser Alltag noch mehr beeinflussen als zuvor. So werden zum Beispiel die elektronischen Funktionen in Haushalten komplett übers Internet steuerbar sein. Oder wie hier zu sehen, verpassen wir in Zukunft kein wichtiges Fußballspiel mehr, da wir selbst im Badespiegel das Spiel online verfolgen können. Wohin geht die Reise? Nun stellt sich die Frage, ob dies alles nur ein Traum ist oder ob die Zukunft des Internets so oder so ähnlich aussieht. Diese vier vorgestellten Entwicklungen des Web 3.0 sind die zurzeit meist diskutierten Thesen unter den Internet-Experten. Ja, die Fragen geben wir doch einfach mal an unseren Experten weiter. Herr Friedrich, was glauben Sie? Sie haben vorhin schon kurz angerissen das Thema, aber wohin geht jetzt die Reise des Web 3.0? Ja, also wir haben ja in dem Beitrag hier verschiedene Stationen gesehen. Das Semantic Web wird natürlich ein ziemlich spannender Faktor sein. Allerdings wird der Nutzer davon nicht so sehr viel mitbekommen. Es geht halt mehr darum. Das heißt, ich kann meine Diplomarbeit muss ich noch selber schreiben und ich kann sie nicht per Knopfdruck irgendwo herkriegen? Ja, da werde ich Sie leider enttäuschen müssen. Es wird wohl so weiterhin so bleiben, dass Sie Ihre Diplomarbeit selber schreiben müssen. Natürlich wachsen natürlich die Ansprüche an wissenschaftliche Arbeiten auch mit den Möglichkeiten und den Tools, die man zur Verfügung hat. Ja. Klar. Auf der anderen Seite wird Semantic Web natürlich auch nicht in der Lage sein, Explorationen in die Zukunft machen zu können. Das kann also immer mehr eine Zusammenfassung. Deswegen ist Semantic Web sehr gut für Suchen, für Suchmaschinen. Und ich sehe das halt so, dass das hauptsächlich im Hintergrund passieren wird. Der User, der dann halt Suchanfragen bei Google stellt, wird gar nicht mitkriegen, ob das jetzt über eine semantische Methode passiert ist oder. Man wird nur merken, dass es halt besser, dass man mehr Treffer bekommt von dem, was man eigentlich möchte. Ja, genau. Also, dass man bessere Treffer bekommt. Mehr würde ich auch nicht sagen, sondern halt bessere auf meine. Also auf die spezielle Anfrage. Genau. Ein anderes Thema war das 3D-Web. Finde ich sehr spannend. Allerdings sehe ich, ist es halt so, es wird halt bestimmte Anwendungsgebiete geben, wie zum Beispiel Online-Chats oder Verkaufspräsentationen, wo 3D-Web sich sehr gut eignet. Wenn ich jetzt aber bloß Informationen bereitstellen will, dann ist dieses Interface halt auch viel zu kompliziert und ist an dieser Stelle wirklich nicht sinnvoll einzusetzen. Und deswegen glaube ich, dass es halt auch Maschinenformen 2D-Web und 3D-Web im Web 3.0 immer noch geben wird. Es wird nicht alles im Web 3.0 auf 3D-Form sein, sondern es bleibt immer noch das so, wie wir es jetzt auch kennengelernt haben. Ja, genau, das glaube ich schon. Das Perversive Web, was wir auch gesehen haben, also ich kann meine Fußballspiele auch zukünftig im Bad gucken. Ja, also das sehe ich auch so, dass das eine auch die spannendste Entwicklung innerhalb des Web 3.0 sein wird. Es gibt heute schon verschiedene Forschungen über Electronic Paper zum Beispiel, so dass in Tapeten oder anderen Sachen bestimmte Sachen abspielen kann. Und die Entwicklung ist auch gar nicht mehr so weit, dass ich im Spiegel jetzt irgendwie eine Videoaufzeichnung sehe. Das sind ja wunderschöne Voraussetzungen. Herr Friedrich, wir sind leider schon am Ende der Sendung. Ich bedanke mich sehr für Ihr Kommen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, für Sie auch, Ihnen auch. Und ja. Und wir sind natürlich am Ende. Nächste Woche begrüßt euch hier Veit von der Gruppe 2, weil das Orga-TV-Team ist ja immer noch im Urlaub. Und wie Sie haben das spannende Thema, die Technologien des Web 2.0. Und dazu lade ich euch natürlich herzlich ein. Schaut euch das auch an. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Wünsche euch noch eine schöne Woche und tschüss. Und jetzt abhängen!